Hallo zusammen, das kennt vermutlich jeder von uns. Eben noch ein sauberes Auto gehabt, jetzt sieht es aus wie Huddel. Wie ihr am besten euer Auto waschen könnt, worauf ihr achten solltet, wenn ihr eine Waschanlage benutzt, um auch wirklich den Schmutz vernünftig runterzukriegen und euren Lachs zu schonen, das möchte ich euch heute mal zeigen. Wir haben da mal für euch was vorbereitet. Was ihr hier natürlich seht, ist kein echter Sand, ist kein Blütenstaub. Das ist einfach ein bisschen für euch passiert. Aber ich kann daran mal gut erklären, was so gefährlich ist für den Lack. Wenn das jetzt echter Sand oder Baustellenstaub wäre, wir haben nämlich im Moment direkt gegenüber haben wir eine Abrissbaustelle, da wird das alte IKEA abgerissen. Das Problem ist, dass Baustaub, Sahara-Staub im Sommer, das wirkt wie Schmirgelpapier auf dem Lack. Das heißt, es sieht nicht nur unschön aus, sondern sobald ihr das Auto drankommt, verwischt oder was auch immer, reibt ihr euch kleine Mikrokratzer an den Lack. Und die lassen mit der Zeit den Lack komplett verwittert und stumpf aussehen. Und das wollen wir alle nicht. Deswegen sollten wir regelmäßig waschen. Und wie ich eben schon sagte, jetzt zeigen wir euch mal, wie es am besten geht. Hier seht ihr schon mal zwei Hilfsmittel. Weil was ist das größte Problem beim Waschen? Einmal im Sommer die Insekten. Der Sahara-Staub ist nicht so das Problem. Den kriegt jede Waschanlage ab. Aber Insekten bestehen aus Eiweiß. Und die kleben sich auf dem Lack fest, die brennen sich ein. Und Vogelkot ist ein ganz großes Problem, weil der brennt sich nicht nur ein, der beschädigt den Lack auch. Dadurch, dass der aggressiv ist, säurehaltig, beschädigt ihr den Lack und ihr habt eine dauerhafte Schädigung, die ihr auch nicht mehr rauspoliert bekommt. Da hilft dann nur noch Neulackieren. So, wie behandeln wir es richtig vor der Wäsche, damit das Auto auch mit einem tollen Ergebnis rauskommt? Hier haben wir schon mal eine Vorwaschbürste, die wir euch auch zur Verfügung stellen. Und ein Schwamm, den findet ihr auch überall. Das reicht aber nicht, um die Insekten abzukriegen. Dafür haben wir im Sortiment auch was ganz Tolles. Und zwar einen Insektenentferner. Und den sprüht ihr bitte einfach vor der Wäsche auf die ganzen betroffenen Stellen auf. Das mache ich jetzt schon mal für euch. So, nächstes Ding, Felgen. Gerade bei Alufelgen, ganz wichtig, es entsteht ja immer ein Staubabrieb vom Bremsen, ein Bremsstaub. Und auch dieser ist meistens so aggressiv, der frisst sich mit der Zeit in die Felge ein. Das heißt, wenn ihr nicht regelmäßig euch um eure Felgen kümmert und die regelmäßig reinigt, dann kriegt ihr die irgendwann gar nicht mehr sauber. Dann hilft irgendwann nur noch zum Bearbeiter geben, neu lackieren. Das ist unnötig. Pflegt sie einfach regelmäßig. Dazu nehme ich einen ganz einfachen Felgenreiniger, den wir auch im Sortiment haben. Es gibt auch andere Produkte und den sprühen wir jetzt auch vor der Wäsche erstmal auf. Bei normal verschmutzten Felgen reicht das vollkommen aus. Ich habe den Felgenreiniger ein bisschen einwirken lassen. Normalerweise können wir jetzt einfach reinfahren, waschen. Wenn ihr stärker verschmutzte Felgen habt, nehmt euch so eine Bürste oder einen Schwamm und nach dem Einwirken vom Felgenreiniger reinigt das manuell vor. So geht ihr sicher, dass ihr auch in den letzten Ritzen den Dreck rauskriegt und auch der hartnäckige Schmutz ein bisschen abgewaschen wird. Geht aber bitte niemals mit irgendwas Hartem daran, nicht mit einem Spülschwamm oder sonst was. Immer darauf achten, weiche Materialien nutzen. So, man sieht das schön, unser Felgenreiniger ist so richtig gelartig, so dass er sich lange drauf festsetzt und gut einwirken kann und nicht so schnell abläuft. So, das war es eigentlich schon mit der Vorarbeit. Dann wollen wir jetzt mal den Hobel reinfahren und mal die Wäsche starten. Waschhalle geholt und haben den mal hier in die Halle nebenan gefahren. Warum?
Es ist draußen einfach eine wahnsinnige Geräuschkulisse im Moment. Die Bauarbeiter haben ihre Mittagspause beendet, die sind da richtig am Losbaggern. Das nervt schon richtig. Und ich möchte euch die letzten beiden Tipps geben. Wenn das Auto aus der Waschanlage rauskommt, ihr habt fertig gewaschen, es wird sich nie ganz vermeiden lassen, dass irgendwo noch letzte Wasserreste sind. Wenn ihr die weghaben wollt, wenn ihr sagt, oh, das stört mich aber, dann geht bitte nicht mit Papiertüchern irgendwie auf der Tankstelle meistens aus, an den Zapfsäulen oder was. Diese Papiertücher sind toll, um Motorölstand zu prüfen, aber nicht um das Wasser von eurem Lack zu holen. Da sind die zu hart für, auch damit zieht ihr euch Kratzer rein. Ja, der Modo legt da richtig aus. Mikrofasertücher. Am besten gute, nicht gerade die billigen, die ganz, ganz billigsten, die sind auch zu hart oft. Besorgt euch gute Mikrofasertücher, die könnt ihr immer wieder waschen, immer wieder nutzen. Und geht damit hin, was ich jetzt schon getan habe, und holt die letzten Wassertropfen runter, indem ihr einfach wirklich über den noch sauberen Lack das Wasser damit aufnehmt. Immer mal wieder ausbringen. So kriegt ihr ein tolles Ergebnis hin und ihr schont den Lack. Wenn ihr euch genau so ein Auto dann mal anguckt, merkt ihr vielleicht, naja, wenn ihr eine Woche im Sommer auf der Autobahn unterwegs warst, da sind trotzdem, trotz Insektenentferner, trotz Vorarbeit, immer noch minimale Insektenreste drauf. Jetzt kann man sagen, okay, stört mich nicht, lebe ich mit, dann ist das so. Oder ihr sagt euch, nee, komm, ich bin da so ein Pingel, ich möchte das ordentlich haben, kein Problem, bin ich auch. Anderes Mikrofasertuch, also selber Art, nur ein neues. Ein bisschen nass machen mit Wasser einfach. Und dann da, wo das Insekt ist, hier ist es gerade keins, aber ich zeige es euch als Beispiel, auflegen. Und jetzt wichtig, nicht nur die Finger, weil damit macht ihr euch auch wieder kleine Mikroschleifspuren rein, weil ein bisschen Umgebungsschmutz ist ja schon direkt wieder nach der Wäsche da, sondern macht es großflächig mit der Hand und ganz ohne viel Druck reibt ihr und reibt ihr schön in kreisenden Bewegungen, nicht so bitte, das sieht man, schön so, so, und das so lange, bis ihr das Insekt abtrappt. Aber wie gesagt, geht da nicht wie so ein Berserker dran und dann mit richtig viel Druck oder nur mit zwei Fingern, da verleitet man es ziemlich schnell zu. So, dann gehen wir nochmal mit den Trockenen rüber und damit wäre dann alles picobello. Bei den Felgen genau dasselbe. Ein bisschen Wasser bleibt immer in den Felgen, läuft auch noch aus den Radschraubenlöchern raus. Wenn euch das auch stört, weil ihr auf einen Sonntagsausflug gehen wollt, Mikrofaser nehmen, die sind unheimlich saugfähig und dann geht halt zu jeder Felge und wicht es ab. Aber im Normalfall, sind wir mal ehrlich, braucht man es nicht. So, das war's für heute mit unseren Tipps zum Thema Wäsche. Wenn wir die Zeit finden, werden wir in Zukunft auch noch mehr Tipp-Videos machen, weil wir immer wieder, es kommen immer wieder Alltagsfragen von Kunden, die wir mit der Zeit natürlich sammeln, weil sie halt einfach immer wieder gestellt werden, dieselben Fragen. Und für uns ist das das alltägliche Geschäft. Wir lieben Autos, das ist unser Business. Und wir würden euch gerne auch in Zukunft alles rund ums Auto, so ein bisschen so die alltäglichen Dinge, besonders die natürlich jemand an der Tankstelle erledigen kann, mal etwas näher bringen. Für die Leute, die sich vielleicht sonst da gar nicht so mit befassen, weil, hey, es gibt auch noch andere Sachen, aber trotzdem wichtig. Vielen Dank, schaut vielleicht in Zukunft auch mal in unsere anderen Videos.